Hallöchen. Eigentlich geht's ja in diesem Video um irgendwie einen Vergleichstest zu einem anderen Headset hier. Aber ich dachte mir, irgendwie nehme ich mit dem alten Headset nochmal kurz zwischen auf, damit ihr so einen direkten Vergleich habt, ne? Ja, also momentan benutze ich dieses ja, Sennheiser PC 130 Headset. Habe ich mir damals mal vor Jahrzehnten, okay, Jahrzehnten nicht gerade, aber vor Jahren zugelegt. Und dachte mir, das reicht locker aus und so. Und hast du ja auch irgendwie eine Onboard 7.1 Karte, denkst du, diese olle Realtek HD Soundkarte, also auch irgendwie ALC 892, grottenschlecht. Musste ich also irgendwie immer die Rauschunterdrückung anmachen und die Nachhallunterdrückung, weil die Soundkarte von sich aus so schon extrem gerauscht hat und das Headset von Sennheiser anscheinend nicht so ganz das Beste ist. Ja, man hört es eigentlich ganz deutlich, vor allem beim, ja, so ein bisschen Luft holen, das wird dann direkt immer schon gleich direkt extremst verzerrt, kann ich eigentlich überhaupt nicht ab, wenn ich mich dann irgendwie selbst höre und auch wenn man dann mal ein bisschen leiser spricht, wenn man sich irgendwie auf das ganze Geschehen konzentrieren muss, also das ist dann komplett weg, also zum direkten Vergleich hier nochmal, wie man es eigentlich nicht haben möchte. Ich sag mal, der Vorteil davon ist natürlich, dass sämtliche Tastatur- und Mausklickgeräusche komplett weggefiltert werden und man hat also kaum Nebengeräusche außer halt seine verzerrte Stimme. Wem das gefällt, ja, mir nicht. Mag vielleicht auch daran liegen, dass das aktuelle Headset auch nicht so wirklich die ganzen hohen Frequenzen mit oder ganzen tiefen Frequenzen mit ab kann. Das macht man bloß 18 Kilohertz über die Kopfhörer, also jetzt der Sound an sich, der Hörer ist nicht so prickelnd und das Mikrofon hat auch, glaube ich, bloß eine maximale Schwelle von 15 Kilohertz. Aber ich habe mir so gedacht, das reicht irgendwie locker und damit prügelst du dich irgendwie durch. Hab dann auch schon Skyrim bis Folge 48 damit aufgenommen und auch Dark Project bis Folge 41. Und leider auch Trine 2 komplett mit diesem Headset. Und dann dachte ich mir, das kannst du so nicht weitermachen. Dauernd irgendwie durch die Verzerrung nochmal das ganze selbst aufgenommene Audio runterdrehen. Das geht nicht. Und dann musst du auch im Spiel den Sound runterdrehen und das wird alles zu leise. Hat man, glaube ich, am Anfang von Skyrim ziemlich stark bemerkt. Aber ja, ich würde sagen, zum direkten Vergleich habt ihr hier gleich nochmal das neue Headset am Start. Ja, und hier nochmal direkt zum Vergleich das Biodynamics MMX2. Ja, ich finde, es hört sich wirklich deutlich besser an. Vor allem die Kopfhörer sind leistungsfähiger. Also sie haben, glaube ich, einen Frequenzbereich bis zu 22 Kilohertz. Und das Mikrofon nimmt sogar, glaube ich, auf bis 18 Kilohertz. Man hört allerdings bei dem Headset natürlich dann alle Umgebungsgeräusche mit, ob nun irgendwo eine Uhr tickt, wenn der Kühlschrank brummt und so weiter. Also der Aufnahmebereich ist wirklich extrem groß. Wird aber meistens dann vor allem bei Let's Plays von den anderen Hintergrundgeräuschen von dem Spiel selbst noch übertönt, so dass es da eigentlich nicht weiter schlimm ist. So, ich kann ja einfach mal so ein bisschen Düdelei eine Zeit lang im Hintergrund einfach anmachen. Die mache ich dann einfach zwischendrin aus, so ganz unverhofft. Ihr werdet es ja dann merken, ne? Ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Kopfhörerkabel ungefähr eine Länge von 2,5 Metern hat, also bis zum Klinke-Chinch-Verbinder zur Soundkarte. Wobei dort auch direkt noch eine USB-Soundkarte, ich gucke gerade mal drauf, das Ding nennt sich USB-Konverter, auch direkt von Biodynamics. Ja, hat ungefähr noch eine extra Länge zusätzlich von 1,5 Meter, sodass man also insgesamt auf eine Kabellänge von 4 Metern kommt. Wobei man bei diesem USB-Konverter direkt nochmal ich sag mal, eine Lautstärketaste hat, für laut und leise machen mit Plus und Minus gekennzeichnet. Man kann also die USB-Soundkarte direkt ansteuern und laut und leise machen, ohne dass man irgendwie bei der Aufnahme irgendwie eine Veränderung merkt, hört oder verspürt. Das ist sehr praktisch. Man hat also immer dieses Windows-Audio direkt unverändert beim Capture noch dabei, obwohl man es sich selbst schön leise machen kann. Und auch nochmal einen digitalen Knopf mit einer LED beleuchtet, wo man direkt auch das Mikrofon stumm schalten kann. Das ist dann auch nicht so, dass man einfach irgendwo einen Knopf drückt und dann halt mal einen Knacken oder irgendwie einen Fiepen, wo man halt direkt das Mikrofon abstellt, sondern das geht direkt über diese Soundkarte und man hat also kein Knacken, keinen Mucks. Es ist einfach stumm, ich kann es ja mal machen. Und zwar drücke ich jetzt einfach mal drauf.
Und jetzt habe ich das Mute auch direkt schon wieder deaktiviert und ihr habt also kein Knacken oder sonst irgendwas gehört. Ich habe auch da nichts rausgeschnitten. Also ich würde sagen, zum Let's Playen eigentlich nahezu perfekt. Ich werde damit jetzt eigentlich alles weitere demnächst aufnehmen und hoffe, dass dadurch generell die Qualität ja, sich steigert von meiner Stimme, weil das ja halt, wie gesagt, dieses Let's Play so ein bisschen ausmacht. Und das ist besser, als wenn ihr da irgendwie einen Idioten habt, der dauernd mit einer verzerrten Stimme labert. So habt ihr halt irgendwie einen verpeilten Idioten, der direkt auch deutlich zu hören ist und man eigentlich irgendwie mitkriegt, was will er denn von einem überhaupt? Was will er denn überhaupt hier für einen Müll gerade erzählen? Gut, das so nebenbei, das ist ja wieder unglaublich. Ansonsten, ja, hoffe ich, ihr habt irgendwie einen guten Eindruck zum Vergleich mit dem Beyerdynamic MMX2 gehabt und diesem Sennheiser PC 130, wobei man die eigentlich nicht vergleichen kann, weil dieses Sennheiser PC 130 auch schon etwas älter ist. Soll jetzt also kein direkter Konkurrenzkampf sein, sondern einfach bloß mal, wie war es vorher, wie ist es nachher und ja, für diejenigen, die sich dafür interessieren, ein Kurzeindruck quasi zu dem Beyerdynamic. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, ob ihr die Augen zu oder offen habt, vielleicht schon abgeschaltet oder ihr seid sogar noch dran. Dann herzlichen Glückwunsch, dann bis demnächst. Tschüss!